Braucht, da habe ich Hufi geschrien, wenn er Hilfe brauchte, hat er Günther geschrien. War eine schöne Zeit und die Zeit wird sich auch noch nicht ändern. Du bist ja zwar 75, das ist kein Alter, das ist ein Reifegrad. Das steht so komisch, aber sind Personalausweis. Das ist einfach ein Reifegrad und du hast jetzt wieder einen Prozess. Für dich beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Wie viele noch vor dir sind, wagen wir gar nicht, darüber nachzudenken. Ich hoffe endlich. Ja, das war auch das, was ich sagen wollte. Und ich würde sagen, Uwe lebe dreimal. Hoch, 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 hoch. Jetzt darfst du deinen kleinen Part mit den zwei Sätzen übernehmen. Liebe Gäste, ich freue mich sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Da kommen dann sicherlich noch einige. Um 11 Uhr haben wir noch einen Überraschungsgast. Aber ich möchte als Erstes sehr herzlich begrüßen unseren ersten Bürgermeister der Stadt Essen, Herrn Rudolf Jelinek. Eigentlich ist er unser Sportbürgermeister und ich habe viele Monate und Jahre mit ihm zusammengearbeitet, auch in Sachen Essen und Sport. Ja, darum ist natürlich klar, dass der Rudi dabei ist, wenn ich die erste Geburtstagsparty meines Lebens feiere. Hoffentlich nicht die letzte. Ein herzliches Dankeschön auch an Otto Taubert, die Chefin. Die verfolgt uns mit Essen und Trinken. Sehr gerne. Hat die Dekoration hier auch vorgenommen. Ganz toll. Dankeschön. Habe ich gerne gemacht. Und deswegen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Uwe. Happy Birthday to you. So, und quatschen können wir nachher noch ein bisschen. Und ich möchte heute nicht über Ärzte, gleich war einige vielleicht noch hier haben nachher, aber ich möchte nichts über Krankheiten und sowas hören. Und wie es uns jeden Tag, auch wenn man hier ist. Ja, denn hier wohnen sehr viele Senioren, in den Senioren-Wohnungen. Aber das wollen wir uns heute ersparen. Wir wollen ein paar lustige Stunden haben. Die Sitzplätze sind zwar vorgesehen, aber wir können uns natürlich frei bewegen, auch nach draußen gehen, bei dem schönen Wetter. Wenn wir Sonnencreme noch besorgen müssen, müsste Bescheid sein. Buffet ist eröffnet. Nein, wir haben aber auch sehr schöne auch. Sättige Zeiten da, an die wir gerne zurückdenken. Und wir haben den Bock, dass es irgendeine Form überlegt. Denn gleich da gibt es gutes Training, das habe ich gesehen. Ja, dann darf ich begrüßen den Präsidenten des Völkerter Boxclub, Herrn Michael Walker. Mit Michael bin ich sehr verbunden, denn wir arbeiten weiterhin zusammen in Velbert. Und nachdem ich durch irgendwelche Dinge nicht mehr pressemäßig tätig bin. Da ist es mir aber gelungen, mit der Hilfe von Herrn Walker, dass ich in Velbert erneut Fuß gefasst habe. Und nach der schönen Zeit als Leiter in der Bundesliga durfte ich in den letzten 2-3 Jahren die Moderation von deutschen Meisterschaften und tollen Boxveranstaltungen übernehmen. Ja, das hat mir schon gut getan, hat mich auch so halbwegs auf die Beine gebracht, Michael. Dankeschön. Das ist schon Velbert gegen Essen. Velbert ist an letzter Stelle, außer der Z ist noch drüber. Sonst ist Velbert. Will ich auch nicht am Putz. Willi, warum bist du denn so aggressiv?